Herzlich willkommen zu Video Nummer 3. Dieses Mal möchte ich euch die neuen Funktionen in Version 1.8 und 1.9 vorstellen. In 1.8 sind es zum Beispiel einmal die Hotkeys, die es euch jetzt vereinfachen sollen, das Tool einzustellen. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr jetzt die Kombination C, N und 1 benutzt, dann könnt ihr den Namen des Chars 1 ändern. Wenn ihr jetzt CL1 benutzt, könnt ihr das Level des Chars 1 verändern. Sagen wir jetzt so. Und CH und 1 könnt ihr die Stunden des Chars 1 verändern. So. Und dann gibt es aber natürlich auch noch was noch einfacheres, indem ihr ganz einfach C und S benutzt. Das fängt dann mit euch eine komplette Konfiguration an. In Schritt 1 müsst ihr eingeben, von welchem Char ihr das machen wollt. Ich mache jetzt 2. Dann gebe ich einen neuen Namen ein. Das Level. Dann noch die Stunden. Und dann fragt ihr euch auch direkt, ob es direkt gestartet werden soll oder nicht. Ich sage jetzt mal ja. So, schon fängt er an. Die automatische Konfiguration hat funktioniert und ja, das funktioniert. Dann schauen wir weiter. Ich habe hier in Version 1.8 die Fragezeichenknöpfe entfernt und wie ihr schon seht, durch Klicks auf die normale Form halt eingefügt. Wohlgemerkt nur auf der Taxi-Tool-Seite, Extra-Seite, Settings und Support. Und ja, damit diese Knöpfe halt da oben rechts nicht mehr stören. Ich dachte mir, das könnte vielleicht nervig sein, deswegen habe ich die wieder entfernt. So, jetzt könnt ihr auch noch, was aber noch leider nicht ausgefüllt ist, aber bald wird das natürlich so sein. Nur damit ihr es schon mal vorgestellt bekommt, mit den Hotkey S und P poppt sich so ein Window hier auf. Das wird dann bald noch ausgefüllt mit Sachen. Ich bin noch am Überlegen, ich warte auch noch auf eure Vorschläge, was man vielleicht noch einbauen könnte. Naja, wer weiß. Und jetzt kann man auch noch die Sichtbarkeit der Form mit Plus und Minus ändern, anstatt das Tool aufmachen zu müssen. Kann man es auch ganz einfach mit Plus und Minus ändern. So, das war es eigentlich schon soweit. Ich wollte eigentlich nur die Hotkeys erklären, damit ihr das hinbekommt und ich warte immer noch auf neue Vorschläge. Schönen Dank fürs Zuschauen und ja, bis demnächst.